Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal Zimox zu einem neuen Let's Play. Wir werden hier jetzt mal anspielen Another Brick in the Mall, ein relativ neues Spiel auf Steam in der Early Access Version aktuell noch. Ja, das Game, weiß nicht, das gibt es vielleicht gerade mal 2-3 Monate auf Steam. Ist nicht so sehr bekannt. Ja, in diesem Game, worum geht's überhaupt? Wer Another Brick in the Mall absolut nicht kennt, der wird direkt denken, ach, das ist so eine Art Game wie Prison Architect. Ja, und das ist auch nicht völlig verkehrt, der Gedanke. Die Grafik erinnert wirklich daran. Allerdings, wie der Name ja schon klingt, es geht hier darum, eine Mall zu errichten. Anfangs vielleicht mit kleineren Geschäften, um erstmal ja Einkommen zu sichern, um dann später wirklich eine Mall zu errichten. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Im Moment alles noch auf Englisch, aber ich denke, später wird auch Deutsch und andere Sprachen werden noch ja hinzukommen. Wir starten jetzt mal erstmal ohne Tutorial. Ich habe das schon mal angespielt. Sehr gut kenne ich mich da noch nicht aus, aber so den Anfang, den werden wir sicherlich schaffen. Ohne Tutorial, ja, wir starten mit 200.000. Normal Research, ja, normale Erforschung. Wir wollen auch normal hier bauen. Und das sollte auch erstmal mit da drin sein, ja. So. Dann beginnt das hier erstmal. Wir stoppen das erstmal. Was haben wir jetzt hier überhaupt? Oben rechts seht ihr erstmal, ja, wir sind hier Tag 1. Die Uhrzeit. Wir können das Ganze pausieren. Mit einer normalen Geschwindigkeit laufen lassen. Mit einer etwas schnelleren und ja, Stufe 3, nochmal was schneller. Sehen wir aber gleich alles. Was haben wir hier oben? Wir haben hier oben die Statistiken. Da ist natürlich noch nichts. Wir haben halt noch nichts. Ne? Wir haben noch gar keine Geschäfte. Absolut null. Ja, hier sieht man dann später, wie die Auslastung des Parkplatzes ist und Profit und keine Ahnung, was sich am besten verkauft und so weiter. Finanzen. Klar, da steht ja auch noch eine Null. Was wir ausgeben, was wir bekommen. Hier können wir erforschen. Da gibt es schon einige Sachen. Wir fangen natürlich hier mit dem Research Basics an. Ja, es dauert jetzt zum Beispiel hier 24 Stunden. Es gibt auch noch andere Sachen. Aber die basieren hier alle auf den Basics. Deswegen müssen wir das schon als erstes erforschen. Hier sehen wir dann später den Bedarf. Im Moment ist alles gleich, wir haben halt auch noch keine Geschäfte, sprich wir haben auch noch keine Kunden, so dass wir den Bedarf auch noch nicht einschätzen können, aber das werden wir dann später auch nochmal sehen. Genau, hier oben, ja, die Zufriedenheit der Kunden, hier die Parkplätze, wir haben aktuell 4 Parkplätze, wovon einer von 4 besetzt ist, nämlich durch unseren eigenen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin. Hier haben wir die Verkäufe täglich, kein Geschäft, sprich wir können nichts verkaufen aktuell oder haben auch noch nichts verkauft, also null. Unser Profit liegt aktuell bei minus 17, das hängt ja an dem Lohn natürlich. Ne? Das, was heißt Debt? Das weiß ich jetzt gerade nicht, sonst haben wir noch unseren Lohn. Beziehungsweise unser Money auf der Bank, 200.000 haben wir gestartet. Und ja, wenn wir jetzt ein Geschäft eröffnen, bekommen wir direkt erstmal 10.000 als Bonus. Kleine Achievements hier. Ja. Ja, was gibt es sonst? Wir können jetzt hier viele verschiedene Sachen bauen, wie Straßen, wie Fundamente, wie Wände, Objekte. Da kommen wir aber gleich noch hier hinzu. Sehr viele Sachen.
Genau, die können wir dann auch noch markieren. Hier ist ein Maintenance Center. Das ist für die Bauarbeiter. Genau, und hier können wir dann noch managen, die verschiedenen Geschäfte managen und die Mitarbeiter. Wir haben drei Bauarbeiter aktuell. Die sind zu verschiedenen Zeiten, wie ich gerade sehe, hier eingestellt. Der bekommt auch einen Lohn von 10, 10, 11. Der hier startet um 7 Uhr und arbeitet dann 8 Stunden. 15 Uhr 8 Stunden und 23 Uhr 8 Stunden. Das kann man alles separat später noch einstellen, so dass man Läden erschaffen kann, die wirklich 24 Stunden offen haben, aber auch Läden, die vielleicht nur 8 Stunden, 12 Stunden, je nach Belieben, offen sind. Das muss man später noch erforschen in der Nacht. Ich weiß es nicht genau. 0 bis 6 Uhr. Das werden wir aber wahrscheinlich auch gleich noch sehen. Werden die Läden am Anfang geschlossen sein, sprich in der Nachtzeit können wir sie noch gar nicht öffnen, weil wir das auch noch erforschen müssen. Genau, hier können wir dann noch aktuell Bauarbeiter bzw. einen Hausmeister einstellen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach jetzt mal. Am besten erstmal mal mit der Straße hier. Mal sehen, wie wir das gleich machen. Beschleunigen hier einfach mal. So viel verlieren wir jetzt im Moment nicht. Das dauert jetzt im Moment. Können wir aber auch mal schauen, Fundamente, wie wir das Ganze machen. Ja, ich würde sagen, dass wir hier ungefähr schon mal ein Geschäft anfangen. Optimale Ausnutzung. Da gibt es viele Tutorials im Internet zu. Mit denen habe ich mich aber nicht wirklich beschäftigt. Da, also ich finde, da soll man schon selber drauf kommen. Bauen hier einfach mal eins. Können aber auch mal direkt einstellen, dass länger arbeiten sollen. Gerade am Anfang, wenn wir die brauchen. Das ist vielleicht ganz gut. So, 6 Uhr hatten wir. Nehmen wir noch 15 Uhr rein, so. Gerade noch ein wenig Sound anpassen vielleicht. Das passt eigentlich gerade. Der baut hier gerade fleißig. So, ja, ein erstes Geschäft ist, denke ich mal, wird wahrscheinlich so ein Gemischthandel. Wobei, das jetzt trotzdem, das habe ich aber auch schon gelesen, man sollte sich schon später spezialisieren auf einzelne Produkte, am besten der gleichen Kategorie, weil die wirklich mehr Umsatz bringen. Ich sag mal, so ein Supermarkt, der alles hat, der bringt anfangs eher weniger, wenn man noch gar keine Kunden hat, als ein Laden, der zum Beispiel nur auf Bekleidung aus ist. Das ist so in diesem Game, warum, weiß ich nicht, aber gut. Können aber direkt dann auch mal... Loading, ja, wobei. Müssen wir hier noch eine Straße hochziehen. Am besten gleich noch für Parkplätze, nur für Mitarbeiter. Und wir brauchen noch eine Loading Zone, wo die ganze Ware angeliefert wird. Genau. Haben wir denn hier jetzt noch? Research Projekt complete. Sehr schön. Dann, ja. Früchte. Fleisch, Fisch, ja. Das sollten wir mal weiter erforschen. 95 Stunden allerdings, dauert ein wenig. Schauen wir mal.
So, warum ist jetzt kein Mitarbeiter da? Setzen wir mal alle auf 6 Uhr. Das geht hier gar nicht voran. Die Straße ist noch nicht verbunden, genau wie hier unten, die noch nicht leider fertiggestellt wurde, warum auch immer. Könnten wir aber auch direkt mal schon mal das Lager planen, weil hier eigentlich immer so ein Zentrallager ganz gut ist. Stuff only wäre auch nicht schlecht. Sollte erstmal reichen. A Loading Zone natürlich. Müll natürlich auch nicht vergessen. Und dann natürlich noch das Lager. Gehen wir mal auf 10. Genau. So, was brauchen wir jetzt? Können das aber hier schon mal zu einem Store erklären. Na gut. Jetzt haben wir erstmal Nacht, jetzt dauert es leider ein bisschen. Können wir noch ein bisschen weiter planen. Was bräuchten wir noch? Wir haben Store. Das wird das Lager, das reicht erstmal. Objekte. Setzen wir hier mal eine Tür rein. Das only. So. Genau. Checkout-Counter brauchen wir definitiv. Frag mich gerade, warum die Wand noch nicht zugebaut haben. Was passt denn hier hin? Nehmen wir mal 3. Können wir noch schon mal einiges anbieten. So, die Maximallänge ist immer 8 Personen an der Kasse, können hier normalerweise dran stehen. Machen wir mal hier nochmal Platz. Schön, mal sehen, wie das vom Aufbau jetzt passt. Machen wir es erstmal so. Obwohl, das passt auch noch. Dann nehmen wir noch... Ja, nehmen wir auch noch ein. Das war ein Tiefkühl, ne? Ne, das war nicht Tiefkühl. Einfach nur normale Regale. Ah, das passt schon. Probieren wir gleich einfach mal aus, wie das läuft. Das Regal ist, das Regal sage ich schon, das Lager ist auch fertig.
Wie war das? Die mussten wir jetzt noch irgendwie koppeln. Oh. Gerade testen. Nein, das wollen wir jetzt nicht aufheben. Ah, hier drüber war das, genau. Zone. Soll eröffnet werden. Ah, 9 Uhr. Maximum ist leider 15 Stunden aktuell. Dann machen wir das mal 9 bis 0 Uhr. Ja, können wir auch eigentlich 6 bis 21 Uhr nehmen. Genau. Und das soll das Lager dazu sein. Genau. Dann brauchen wir noch einen Kassierer. Mindestens erstmal einen. Jetzt die Frage. Speed ist natürlich ganz gut. Als Kassierer nicht gerade. Ja. Sind eigentlich alle ziemlich schlecht als Kassierer, aber Speed ist der hier sehr gut. Nehmen wir den mal. So, der soll arbeiten. Das geht auch 15 Stunden perfekt. Dann noch ein, der die Regale auffüllen kann. Speed ist natürlich auch wieder wichtig. Ah, hier geht es aber ums Auffüllen auch. Ah, nehmen wir auch den Erstbesten hier. Auch mal 15 Stunden. Genau. Und dann füllen wir noch die Regale auf. So, nehmen wir denn hier vorne vielleicht direkt mal so da. Sortieren wir das mal ein bisschen Wasser. Saft. So, was bieten wir hier hinten an? Futsch. Wollen wir denn anbieten? Konserven. Oh, Konserven gehen, denke ich immer. Snacks sollten auch gehen. Na? Was bieten wir hier drüben noch an? Tierfutter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir mal hier Cookies mit ins Sortiment noch. Und hier drüben teilen wir noch mal ein bisschen auf. Brot, ja. So, was wollen wir hier hinten anbieten? Da gibt es viel mehr Auswahl noch. Spielzeug ist, denke ich, ganz gut. Machen wir mal drei Regale Spielzeug. Household-Items, mal ein Regal pro Item rein. Haben wir noch 5 übrig. Health und Beauty, ja. Bestimmt auch ziemlich gefragt. Toilettenpapier. Dann haben wir noch 2 frei. Car-Tools, ja. Wie gesagt, später sollten wir uns da auf irgendwas fokussieren, weil der Laden hier wahrscheinlich nicht so großartig Gewinn abwerfen wird. Ja. So, der Laden ist jetzt mal eröffnet.